Hallo und herzlich willkommen zum Numerologie-Kalender von und mit Brunhilde Feiner. Heute ist der, da draußen ist ein bisschen Lärm auf meinem Balkon, ich hoffe, du kannst mich trotzdem gut hören. Also heute ist der 27. August 2016. Um die heutige Tagesenergie zu errechnen, nehmen wir die Quersumme dieses Datums und rechnen so lange die Quersumme aus, bis wir auf eine einstellige Zahl kommen. In diesem Fall ist es dann die Tagesenergie der 8. Ja, was bedeutet die Tagesenergie der 8? Wir betrachten das heute anhand der Tarotkarte der 8. Und diese siehst du abgebildet im Video. Die Tarotkarte der 8 ist die Kraft. Da ist eine Frau und die hält den Mund eines Löwen offen. Ja, die muss also wirklich ganz schön kräftig sein, um nicht gebissen zu werden, um sich zu trauen, dieses wilde Tier, den König der Tiere zu zähmen. Also das drückt quasi die Kraft aus. Und die Tagesenergie der 8, da geht es auch um Macht, Kraft, Erfolg. Es ist eine Zahl, die für Karriere, ja, auf Karriere aus ist, auf Macht aus ist. Es geht darum, Dinge in dieser Welt zu erschaffen. Es geht um praktische Resultate, klare, greifbare Ergebnisse, sie müssen gemessen werden können, sie müssen gesehen werden können. Also die 8 ist immer gut, wenn du hier auf dieser Ebene greifbare Resultate hervorbringen willst oder wenn es dir darum geht, beruflich weiterzukommen oder auch wenn du Privatambitionen hast, wo du weiterkommen willst, wo es um Handlung geht, wo es um Erschaffen geht, wo es darum geht, etwas zu hinterlassen, etwas zu bewirken, Großes zu erbauen. Dann ist das heute der richtige Tag dafür. Manche im Tarot sagen, sie sind sich da nicht ganz einig, dass normalerweise die 11, die, ja, die Justitia, die Gerechtigkeit mit der 8 getauscht werden sollte. Aber wir lassen das jetzt einfach mal so. Es passt ja auch sehr gut von der Numerologie und dem Tarot her. Da können wir heute eine schöne Übereinstimmung finden. Doch natürlich kann die Numerologie noch viel, viel mehr. Und zum Beispiel kannst du deine Lebensaufgabe anhand der Quersumme deines Geburtsdatums herausfinden. Klick dafür unterhalb dieses Videos auf den Link und dann wirst du auf eine Seite weitergeleitet, wo du dir dein gratis Numerologie-Report anfordern kannst. Ansonsten abonniere bitte den Selbsterkenntniskanal, um die Tagesenergien täglich zu verfolgen und um darin zu stöbern. Es sind über 700 Videos vorhanden, also für jeden etwas dabei, vedische Astrologie, Kabbala, Numerologie, spirituelle Numerologie, ganz, ganz, ganz viel. Schau einfach mal rein und schau dir auch die anderen Videos an. In diesem Sinne, alles Liebe erst einmal, alles Gute und auf bald. Ciao, ciao.